Mama, wie schön du heut bist. Oh, liebe Schwiegermutter. Meine liebe Mama. Macht dich das nicht wütend? Nein. Warum denn? Ich find's süß. Kleine Mai, schnapp dir mein Silvestergeschoss. Dann schenk ich dir eine Zuckerbäckerei. Glaub nur nicht, dass jede meine Liebe genoss. Du bist nicht nur eine kleine Schwärmerei. Mai, stopp die Torei. Mitgeliefert wird ein Himmelbett mit Wäsche aus Satin. Na? Schlaft ihr schon, ihr Racker? Und was treibt ihr, ha? Nicht, der Stuhl bricht zusammen, wenn du dich draufsetzt. Oh, das stimmt. Der sieht zerbrechlich aus. Aber der Schein trügt. Soll ich euch verraten, warum? Ja! Nicht so laut! Er wurde feige Boten auf bedeutenden Aktionen. Er stand am Hof von Frankreich über 10 Generationen. In Onkel Isaacs Laden kam er über Wien und Prag. Der schenkte eurer Großmama den Stuhl zum Hochzeitstag. Bitte. So wart ich schlafend und durch Bruderhand in meiner Sündenblüte hingerafft. Ohn Abendmahl, ohn Beicht, ohn letzte Rechnung. Ölung. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt... Oskar, du stehst auf und gehst nach hinten. Wo bin ich? Herr Egtal, Sie sind hier im Theater. Wir gehen besser nach Hause und ruhen uns ein wenig aus. Oskar! Oh Gott. Oskar. Was ist passiert? Jetzt wäre ich richtig gut in meiner Rolle als Geist. Wenn ich ins Licht eingehe, werde ich nicht verschwinden. Weil uns die Bänder tiefer Liebe alle Zeit verbinden. Ich glaub, der Tod bringt uns einander näher als das Leben. Ich seh um mich kein Dunkel, sondern tausend Lichter schweben. Sollst du werden. Aus Erde wirst du dereinst auferstehen. Aus Haus, die Lust, ein Kerzenball. Das Leben ist ein flüchtiges Ball, das Schatten schließt.
Guten Tag, Alexander. Guten Tag. Wir sind uns schon einmal begegnet, du und ich, als ich deinen Vater beerdigt habe. Ja. Seither ist deine Mutter mit ihren Sorgen zu mir gekommen. Wir haben auch über dich gesprochen, mein Junge. Ein Brief von deiner Schule, Wort für Wort wirst du zitiert. Mutter gibt mich weg an einen Zirkus aus Marbella, kriegt Geld, dass ich in den Ferien tanz als Hochseilakrobat. Ich reise mit der schlanken Frau, der schönen Arabella, die Zähne 40 Karat. Du begreifst gewiss, wie traurig und verzweifelt du deine Mutter damit gemacht hast. Wir sollten dankbar sein, dass sich der Bischof dafür Zeit nimmt, nicht wahr? Liebe wie unsere ist aus Sehnsuchtskern gewoben, aus dem Wunsch nach goldenen Gefängnissen enthoben. Lass uns unser Leben Gottes Macht und Weisheit weihen. Halt mich jetzt, Geliebter, wirf mich sanft in deinen Arm. Halt mich jetzt, Geliebter, ja, halt mich jetzt. Den Appetit verloren? Henrietta, heute wollen wir fröhlich sein. Ich möchte die gute Stimmung ja nicht verderben, aber künftig verlässt niemand diesen Tisch, bevor er nicht aufgegessen hat. Ja. Ich verstehe nicht ganz, was Frau Blender meint. Falls damit beabsichtigt ist, irgendwelche Erziehungsmethoden einzuführen, dann... Stimmt nicht, liebe Emilie. Es soll wie ein Spiel sein. Ich glaube, meine Kinder interessieren sich für solche Spiele nicht. Und ich auch nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Das Puppenhaus, von wem ist das? Von den kleinen Töchtern des Bischofs. Haben sie in diesem Zimmer gewohnt, bevor sie ertrunken sind? Ja. Ich habe sie gesehen. Wen? Die toten Töchter des Bischofs. Aber diesmal sprach ihre Mutter. Mit dem Tod, der Schlitter fletschte seine Zähne. Sein Maul ging auf es Güte, sein Atem Höllenwahn. Ich zog die Mädchen an mein Herz, ich spannte jede Sehne. Sie wandten sich im Todeskampf und ich hielt sie im Arm. Wie gefällt es Alexander hier bei uns im Bischofssitz? Wie einem Wurm in einem Ameisenhaufen, nur schlechter. Ich glaube, dass der Bischof Alexander hasst. Ach so. Das glaubst du also? Ich liebe dich, Alexander. Meine Liebe ist jedoch nicht schwach. Nein, stark bleibt sie, Alexander. Verletzt du mich auch tausendfach. Die Liebe lässt Alexander mich vor dir erscheinen als Tyrann. Dir fehlt Moral, Alexander. Durch Zucht nur reift ein Kind zum Mann. Ich liebe dich, Emilie. Nein, du darfst nicht gehen. Mein Amt, mein Leben, Emilie, würden das nicht überstehen. Biet mit mir, Emilie, wir sprechen mit nur einem Mund, denn Gott hat uns vereinigt.
im gesegneten Ehebund. Wie konnte ich mich in diesen Mann verlieben? Aus Mitleid? Aus Sehnsucht nach Nähe? Ich war so lange einsam. Vor Gott schwor er mir Halt. Jetzt hält er mich gefangen. Er herrscht mit eisenharter Hand. Die Kinder mussten zu oft bangen. Vor Gott gebotener Gewalt. Vor Gott schwor er mir Halt. Ein Leben schenk ich dir. Dieses Leben zieht uns alle in den Tod. Vor Gott schwor er mir Halt. Schon der Gedanke macht mir Atemnot. Ich hasse ihn, wie mich die Selbstverachtung niederhängt, weil es mich von ihm blenden ließ, obwohl er nur Zerstörung bringt. Du musst ihn verlassen, Emilie. Ich erwarte ein Kind, Elena. Isaac, ich bin's. Ich brauche deine Hilfe. Wege Dula, Wege Wura. Kann uns der Bischof sicher nicht zurückholen? Im Augenblick besteht keine Gefahr. Papa, erzähl mir, pfeift Gott auf seine Kinder? Bin's heute, doch ich kann leider nichts für dich tun. Von der anderen Seite. Kannst du mir verzeihen? Ich glaube, Elsa hat gerufen. Ich sehe nach ihr. Du bist ein sonderbares Kerlchen, Alexander. Dich quält der Wunsch nach jemandes Tod. Ich weiß, an wen du dabei denkst. Ein großer Mann. Die Haare grau, die Haut ist glatt, der Blick stahlblau. Ich will das nicht! Lass mich! Lass mich! Ihr Ehemann, der Bischof, kam heute Morgen ums Leben. Dass das Schlafmittel entscheidend für das Ausmaß des Unglücks war, ist nicht eindeutig gesichert. Und so lautet das Ergebnis unserer Untersuchungen: missliches Zusammentreffen besonders unglücklicher Umstände.